So Leute, wir haben heute den 23.12. und ja, ich wollte eigentlich nur noch mal eben ganz kurz die Möglichkeit nutzen, allen natürlich ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Ne? So viel Anstand muss sein und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es werden noch ein paar Filme werden noch kommen, das heißt, theoretisch bin ich jetzt fast durch, das heißt, ich kann mich ganz in Ruhe auf 2020 konzentrieren und ich hatte jetzt eigentlich noch nicht mal geplant, dieses Video zu machen, deswegen filme ich jetzt irgendwie mit meinem Handy in der Hoffnung, ich habe hier so ein Gimbal, in der Hoffnung, dass das was Anständiges wird. Ja, wir werden theoretisch genauso weitermachen wie bisher. Es werden noch wahrscheinlich zwei Sachen hinzukommen. Zwei Sachen werden sich ändern, aber da tüftel ich jetzt gerade dran rum. Und bevor ich nicht sicher bin, dass das Ganze auch funktioniert, kann ich euch dazu auch leider noch nichts sagen. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder noch jede Menge Sachen liegen, um die wir uns kümmern müssen. Und der Aorus hat auch seine 70.000 hat er jetzt geknackt. Nach den ganzen Glühlampen gab es jetzt auch irgendwie keine besonderen Zwischenfälle mehr. Das Feedback-Video zum 70.000 Kilometer Zustand kommt also jetzt kurz um. Unterm Strich fand ich, war es schon ein sehr erfolgreiches Jahr. Viele Leute sind hinzugekommen. Vielen Dank dafür. Viele Leute kommen auch. Ich glaube, das sind irgendwie über 70%. Die kommen nur so vorbei, gucken sich die Videos an. Ist für mich auch absolut in Ordnung. Ihr könnt das natürlich abonnieren, aber ihr wisst ja, abonniert, wenn ihr Bock drauf habt. Guckt einfach nur so. Wenn ihr auch Bock drauf habt, macht einfach so, wie ihr das für richtig haltet. Ja, wir werden uns 2020 ein bisschen mit Merch beschäftigen. Das ist zumindest geplant. Aber ich sag mal, man hat immer viele Ideen. Und wenn die Hälfte der Ideen Früchte trägt, dann bin ich immer persönlich schon zufrieden. Und ich hoffe, dass das Ganze wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe jetzt hier die Zeit genutzt, hier so ein bisschen aufzuräumen. Ne? Mal gucken, jetzt hier mit dem Gimbal, jetzt halte ich hier den Knopf und dann kann ich das jetzt hier so schwenken. Ne? Also da liegt jetzt quasi noch der Schrott. Jetzt lasse ich das mal wieder los. Guck mal. Voll der Hightech-Kram, ey. Ist schon geil. Ja, also ich, wie gesagt, für euch eine angenehme Zeit. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen basteln, weil, wie gesagt, den Schrott muss ich noch wegbringen. Und für mich ist es dann immer so, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal an die Autos gehe, auf jeden Fall nochmal nachschaue, Flüssigkeitsstände, Kilometerstände, was kommt so im nächsten halben Jahr bezüglich der Autos so auf mich zu. Ich habe das dann immer so ganz gern so im Griff. Ja, vielen, vielen Dank natürlich auch an die Leute, die regelmäßig meine Videos kommentieren. Und da ist natürlich auch für mich wichtig, mir werden immer Fragen bezüglich irgendwelchen Problemen gestellt. Und da kann ich immer nur sagen, schickt mir bitte eine Mail. Und es reicht nicht, mein Auto ruckelt. Ich weiß nicht, was für ein Auto, ich weiß nicht, was für ein Kilometerstand, Benziner, Diesel und so. Ich würde euch da, klar, würde ich euch da gerne bei helfen. Zumindest kann ich euch meine Erfahrungen mitteilen. Nur in den Kommentaren geht das unter. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Denn ich kann zwar sehr häufig neue Kommentare von oben sehen, nur manchmal habe ich das Gefühl, werden mir, wenn ihr euch untereinander unterhaltet, die Kommentare nicht entsprechend angezeigt. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt, allerdings ist Platzmangel ist eigentlich dadurch nicht besser geworden und ich würde sagen, lasst euch reich beschenken, genießt die Zeit, macht keinen Stress, bleibt cool dabei und ich denke mir mal, dass wahrscheinlich noch so ein, zwei Videos dieses Jahr kommen. Der Vorlauf ist noch da, allerdings ist es dann so, dass das theoretisch alles noch Videos aus diesem Jahr sind und wir werden uns im neuen Jahr mit diesen Sachen hier befassen. Und müssen auch noch ein paar andere Dinge machen. Und es kann mal sein, dass ich einen Community-Beitrag mache, wo ich euch bitte, euch die Daumen zu drücken. Das weiß ich heute noch nicht, weil ich hätte gerne ein paar Sachen ausprobiert und ich dachte, ich wäre weiter. Ja? Das ist eigentlich mein Problem. Ich dachte, ich wäre etwas schneller in manchen Dingen, bin ich dann aber leider nicht. Und habe jetzt das Problem, dass ich jetzt noch ein paar Sachen in der Schwebe habe, wovon ich mir viel verspreche. Allerdings ist das noch nicht ganz so, wie ich das haben möchte. Ja, aber das wird bestimmt ganz geil. Ja. Aber was das ist, ich möchte jetzt nicht eben sagen, ja, kommt es das und das, dann kommt es nicht. Also ich möchte schon sicher sein, dass ihr das auch, dass ihr daran teilhaben könnt. Ne? Nicht einfach hier einen Quatsch erzählen. Ja, ich habe hier noch so ein paar Sachen liegen, die ich noch machen wollte, aber im Großen und Ganzen war es das jetzt auch wirklich für dieses Jahr und ich hoffe, dass wir
weiterhin in 2020 genauso einen Spaß haben werden, beziehungsweise die Dinge für euch interessant sein werden, die ich hier so an der Garage hier so erlebe. Ne? Das ist so das, was hier so normal ist, was auch vor YouTube-Zeiten schon so war. Also das ist jetzt nicht extra alles so vor YouTube gemacht worden, sondern dieses Ganze drumherum, das war schon vorher so. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, ach, das ist ja schon irgendwie geiler Scheiß irgendwie. Ne? So, ja, so, jetzt gucken wir mal hier. So, jetzt muss ich nur noch. Guck mal, so kann ich das auch machen. So, also ich muss jetzt also praktisch nur noch hier so ein bisschen aufräumen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob der Recyclinghof zwischen Weihnachten und Neujahr auf hat. Allerdings geht es dann ganz normal weiter und deswegen war es das auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss, tschüss und alles Gute weiterhin.